Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Heute möchte ich einfach mal kurz reingucken, ein Update, was möchte sich zeigen, was kommt die nächste Zeit so auf dich zu oder was solltest du wissen? Gibt es etwas, was für dich wichtig ist? Ich fange zuerst mal an mit den Wächter der Nacht-Tarot. Mach ein bisschen Platz. Und wir schauen rein. Neun der Münzen. Und ihr seht, da liegt ein Bär und schläft, ja? Neun der Münzen, hier ist jemand ziemlich beruhigt, hat seine sieben Sachen zusammen, hat einiges organisiert, ist im Selbstwert, kann sich durchaus auch abgrenzen, träumt von der Fülle, lässt es sich gut gehen. Hier kriege ich wirklich rein, es ist an der Zeit, sich auszuruhen. Du hast viel, viel geleistet, viel gemacht, kriege ich hier rein. Es ist an der Zeit, dir jetzt eine Auszeit zu nehmen. Der Braunbär spricht sowieso davon, nimm dir eine Auszeit, erhol dich, ja. Möglicherweise hast du unglaublich viel geleistet und du darfst es dir auch wert sein, dir eine Pause einzuräumen. Wir schauen mal weiter. Der Wagen. Danach geht es weiter. Also du brauchst keine Angst zu haben, dass es jetzt für immer so bleibt. Ja, du wirst dich auch nicht darauf ausruhen, kriege ich auch nicht rein, auf den Wohlstand, den du hast. Aber du brauchst jetzt erstmal Ruhe. Obwohl die Neun der Münzen jetzt nicht unbedingt dafür stehen, aber so kriege ich es trotzdem rein. Du hast genug getan und sei es dir wert, dir eine Pause zu gönnen. Weil danach geht's weiter. Die sieben der Kelche, immer, immer weiter, deinen Träumen entgegen, ja, deinen Visionen. Manchmal sollst du auch davon träumen. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Kriege ich hier definitiv rein, den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und da wirst du wahrscheinlich von deinen Vorstellungen oder von deinen Visionen träumen. Wo es lang geht, ja, für dich. Es ist wichtig, dass du dich ausruhst, weil in der Entspannung siehst du die Dinge klar oder du erhältst Botschaften. Schauen wir mal weiter. Wir haben den Wagen und den Reiter, also dann geht es ziemlich zügig weiter. Du wirst danach wieder sehr, sehr aktiv sein, deswegen brauchst du anscheinend auch die Pause, ja. Die Aktivität richtet sich in welche Richtung? Um was geht's da? Das Schiff, Verhandlungen, also Schiff steht nicht nur irgendwie für Schwanken, Wankelmut oder Sehnsüchte, sondern etwas kommt auf dich zu, wo du dann verhandeln darfst, und wo du etwas abschließt, ja? Hier wird was abgeschlossen, eine Verhandlung, die jetzt endlich mal zu Ende geht. Oh, wer weiß, was du lange, lange, lange Zeit, da gab es anscheinend eine Verhandlung. Bei dem einen oder anderen kann es sein, dass es um eine Erbschaft geht, dass du etwas geerbt hast, aber dass es vielleicht einen Erbstreit gab, Geschwister, Familienmitglieder, was weiß ich, irgendwie sowas. Weil es hier um Verhandlungen geht, weil es hier um Geld geht, weil es hier um Durchhalten geht, ja, und wieder Ruhe und wieder Aktivität und Ruhe und Aktivität. Und hier wird eine Verhandlung abgeschlossen. Hier ist Ende des Weges. Also das letzte Stück gehst du jetzt bitte auch noch. Dieses kleine letzte Stück, also das scheint dich irgendwie endlich mal zu einem Abschluss zu bringen. Wir schauen mal weiter. Abschluss, erfolgreicher Abschluss. Wie sieht es aus? Was ist das genau? Acht der Stäbe. Positive Nachrichten, Liebespfeile, Liebesbotschaften. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier um die Liebe geht. Geht es hier um die Liebe? Um wen geht es hier? Weil es sind auch schnelle Nachrichten. Ja, es kann sein, dass du dann ganz schnelle Entscheidungen treffen musst. Du musst da wach sein dann. Also, die Phase ist erstmal ausruhen, erhol dich. Solange nichts passiert, ist alles gut.
Du darfst davon träumen, du darfst deinen Visionen folgen, du wirst vielleicht auch von etwas träumen, Vorahnung erhalten, danach geht's weiter und dann plötzlich sehr, sehr schnell, sehr rasant und es muss eine Entscheidung getroffen werden, um das Ganze zum Abschluss zu bringen und damit es für dich positiv ist, musst du wach sein, ja? Auf den Punkt sozusagen. Ui. Die Gerechtigkeit, ein karmischer Ausgleich, die Kraft. Wow. Und die 9 der Kelche. Selbstliebe, karmisches Gesetz bringt dir die Liebe oder die Fülle wieder zurück. Du wirst stolz auf dich sein, weil du so auf dem Punkt bist, weil du sehr klar bist, weil du erholt und klar bist und du kommst wieder in deine Energie, in deine Kraft, bist wieder voll bei dir. Du brennst übrigens für dieses Projekt. Du müsstest schon längst wissen, um was es geht. Es ist ein Herzensprojekt. Etwas, was du wirklich, wofür du schon lange, das könnte auch etwas sein mit der Behörde. Vielleicht ist es eine Selbstständigkeit. Oder wie gesagt, es kann sein, dass es um Erbe geht, ja, wo man verhandelt. Es kann sein, dass es um irgendeine Sache geht von den Behörden. Wo da lange rumgemacht wurde und vielleicht noch was und noch was und noch was hinterhergetragen wurde, ja, damit da in den Ausgleich was reinkommt. Aber deine Bemühungen waren hier nicht umsonst. Also du wirst hinterher stolz sein, ja, und mach keinen Druck, lass es mal so von alleine irgendwie, das kommt schon noch auf dich zu. Du wirst dann schnelle Nachrichten erhalten und dann kannst du auf den Punkt reagieren. Das heißt, wenn du jetzt ein Schreiben bekommst, zum Beispiel von den Behörden, oder du wartest schon lange darauf, nützt dir das gar nichts, wenn du dann versuchst, irgendwie bestimmte Leute in Gang zu setzen. Das wird nicht funktionieren. Du reizt die dadurch, ja? Also die fühlen sich unter Druck gesetzt. Das geht nicht schneller, wenn man dran zieht. Das Gras wächst nicht schneller. Sowas kriege ich hier rein. Aber diese Instanz, sage ich mal, kommt auf dich zu. Und wenn es Personen sind, mit denen du etwas teilen musst und wo noch nicht so richtig feststeht, wem steht wie viel zu und gehört es zu dir oder nicht, wird auch das erfolgreich sein. Du wirst also von einem Anwalt erfahren. Oh wow, ich halte die ganze Zeit die Karten in der Hand. Also es wird positiv. Das Ergebnis ist mega positiv. Jetzt ist aber gerade eher Ruhe angesagt, ja. Karmisches Gesetz sagt, du kommst hier wieder in deine Kraft und zwar doppelt, ja, und du kommst zum Erfolg. Irgendwas hast du gemacht, hast du sehr gut gemacht, hast Geduld bewiesen, hast Ausdauer bewiesen, Beharrlichkeit kriege ich hier rein, Selbstwert, ja, vielleicht hast du auch was gespart, hast sehr viel dafür getan. Jetzt im Moment ist Ruhe und dann kommt das Ganze in Gang. Deswegen, wie gesagt, ruh dich aus. Das kommt von selbst und es gibt dir wieder ganz viel Kraft und du wirst feststellen, guck mal, was hier unten drunter rauslugt. Ah nee, wo war das jetzt? Nee, das sah eben aus, als wäre das die Liebe. Nee. Aber ich krieg hier rein, dadurch, dass bei der Kraft das Herz ist, dass du dafür brennst, ja? Und ganz viel reingegeben hast. Energie, Aufmerksamkeit, Ausdauer, vielleicht auch Geld, ja, investiert, hatte schon ganz schön ausgebrannt, kriege ich hier rein. Aber du warst es dir wert und bist es dir wert und du wirst zu Erfolg kommen. Definitiv, das ist das Ende. Das Ende von einer Verhandlung, das Ende von irgendwelchen Hin- und Hergewackel und Geschunkel und Geschaukel. Und von irgendeiner unbestimmten Sehnsucht, ja, die ins Nix führt. Also da ist Ende. Du wirst Klarheit bekommen und du wirst das bekommen, was dir zusteht. Und es sieht sehr positiv aus, ja. Karmisches Gesetz. Du hast sehr viel getan, hast sehr viel gegeben, hast dich sehr, sehr stark eingesetzt. Kriegst du alles wieder zurück. Ja, ich wünsche dir, oh, ihr habt gar nichts gesehen von den Karten. Jetzt rutschen wir noch mal ein Stückchen runter. So, jetzt seht ihr die Karten auch noch mal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Und ja, alles Weitere wie immer in der Infobox. Danke für dein Like, auch wenn ihr die Karten jetzt nicht gesehen habt, aber ich habe ja alles erklärt. Bis dahin alles Liebe. Ciao.